Hallöchen, ihr Lieben, wir sind's mal wieder. Marlies. Hallo, guten Tag. Und meine Wenigkeit, Luise. Und wir haben ein paar weitere Techniken heute für euch mit den Distress Paints von Ranger. Falls ihr denkt, über was redet die Frau da und warum sind die da zu zweit, checkt bitte die Playlist aus. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Falls ihr vielleicht hier neu seid oder das hier das erste Video ist, was ihr anschaut, dann könnt ihr die ganze Playlist mit unserer kleinen Miniserie unten in der Infobox finden. Falls ihr Marlies Kanal noch nicht kennt, befindet sich auch der Link zu ihrem Kanal unten in der Infobox und zu allen anderen Social Medias, die sie hat. Ihre Videos sind auf Englisch, aber ich denke, ihr könnt das trotzdem nachvollziehen, was sie da tut, denn die macht es richtig, richtig geil. Und also, falls ihr kein Englisch versteht, geht da trotzdem hin und abonniert ihren Kanal. Danke. Bitte. Und ja, wir werden heute zwei weitere Techniken machen mit den Distress Paints von Ranger, inspiriert durch das letzte Tim Holtz Live Video, wo er verschiedene Sachen gezeigt hat, die man mit den Distress Paints machen kann. Wir werden da so ein bisschen rumexperimentieren. Wir werden euch auf der linken Seite eine Technik zeigen, die mit den Paints und Wasser funktioniert, und Marlies wird dann das Papier so durch die Farbe durchziehen, und hier auf der rechten Seite werden wir euch zeigen, wie man das Ganze mit einem Brayer machen kann, also mit so einer Rolle, um ganz unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Bei dem, was ich hier auf der rechten Seite tue, wird kein Wasser involviert sein, aber werdet ihr gleich sehen. Kurz zum Papier, was wir hier verwenden. Das hier ist ganz stinknormales Aquarellpapier, relativ günstig sogar. Das hat auf der einen Seite so eine Struktur und auf der anderen Seite ist das glatt. Je nachdem, welche Seite ihr verwendet, kriegt ihr natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Du möchtest also ein bisschen lila? Ja, die ich zwei probiere. Okay, das ist Seedless Preserves und das ist Lost Shadow. Also ich habe immer noch kein richtiges türkises Ergebnis. Ich möchte, glaube ich, braun und türkis. Ich weiß nicht, aber es muss ja möglich sein, oder? Ich habe nämlich nicht Peacock Feathers und insofern ist das ein bisschen schwierig. Was hat denn der Tim gemacht, um türkis zu kriegen? Ich werde mal Lucky Clover und Savage Patina versuchen. Ich habe zwei verschiedene Farben hier und meine Papiere. Ich habe es like so und das. Boah, das schaut ja geil aus. Das ist die Result. Spritz with Wasser. And a flow. Und sie hat auch schon vorher, bevor sie das Papier reingetan hat, ein bisschen Wasser auf die Farbe gesprüht. Ja, korrekt. Kannst du bitte ein bisschen mehr nach rechts kommen, damit du da im Bild bist? Danke. Weil wenn ihr zu wenig Wasser sprüht, dann habt ihr solche, seht ihr diesen großen Punkt hier und diesen Punkt da und diesen Punkt hier. Wenn ihr zu wenig Wasser habt, dann habt ihr lauter solche Punkte. Aber dann könnt ihr einfach, wie sie gerade schon getan hat, Wasser drauf sprühen und dann läuft es so weg. Es hilft aber sehr, wenn man schon vorher auf die Farbe Wasser drauf tut. Und hier könnt ihr natürlich jetzt rumspielen und so bewegen. Das schaut mehr als cool aus. Und ihr seht, ihr kriegt keine Matsche. Also ne, wenn ihr jetzt Grau und andere Farben habt, ihr kriegt jetzt nicht irgendwie so eine komische Mischfarbe, sondern die Farben bleiben für sich selbst. Ich werde das hier auf meiner Seite ein bisschen anders machen. Ich nehme hier erst ein bisschen von dem Lucky Clover auf meine Rolle, ohne Wasser wohlgemerkt. Dann gehe ich hier ins Dings Savage Patina und versuche das schon gleich zu mischen, weil ich möchte gerne so ein bisschen türkisenere Farbe haben. Und jetzt werde ich das hier so ziemlich wahllos so drüber tun, als würde man eine Wand streichen, nur
als könnte man es nicht, so ungefähr. So dass man hier so, ja. Mir fällt jetzt gerade das englische Wort ein, das deutsche aber nicht. Sowas halt kriegt. Das ist cool. Ja, sehr cool. Und ihr könnt schon sehen, im Prinzip, also klar sind die Farben jetzt verschieden, aber ihr seht, was passiert, wenn man Wasser verwendet oder man verwendet eben kein Wasser und so ein Rollerding. Ihr könnt da ganz, ganz verschiedene Ergebnisse erzielen. Ihr könntet sogar hier, ich tue das kurz, ich hoffe, ich habe die Erlaubnis. Ich drücke das kurz hier ein bisschen runter. Ihr könntet sogar hier, wenn das schon ein bisschen so angetrocknet ist, aber noch nicht vollständig natürlich, ein bisschen so Wasser sprühen. Sieht man jetzt noch nicht ganz viel. Aber wenn ihr das trocknen lasst, ah doch, hier sieht man das schon, mit der Zeit kommt dann richtig so ein Aquarelleffekt, wie ihr da sehen könnt, sodass man fast meinen könnte, dass das mit Tinte gemacht wäre. Und das hier bleibt nach dem Trocknen auch genauso, wie ihr das jetzt hier seht. Also das verändert sich nicht großartig, sondern das trocknet in diesen richtig schönen Ausblutungen. Und das Gute hier dran ist natürlich, wenn ihr jetzt einen Effekt bekommt, der aussieht wie mit Ink gemacht, wenn das hier getrocknet ist, dann ist das natürlich permanent. Also das ist dann wasserfest. Das heißt, ihr könnt danach mit noch weiteren wasserbasierten Medien da drauf gehen, ohne dass hier irgendwas verschmiert. Und das finde ich persönlich mal sehr cool. Hier schaut es ein bisschen so aus, als hätte man das Inkpad genommen und so drüber geschrubbelt. Auch das könnte man natürlich mit einer Ink hinkriegen. Aber das Gute hier dran ist, es ist wasserfest. Und egal, was ihr jetzt danach da drauf tut, das wird so bleiben und sich nicht mehr irgendwie verschmieren oder so. Und was ich persönlich am allercoolsten eigentlich an diesen Paints finde, ist, wenn man jetzt eine weitere Farbe nimmt und selbst wenn das noch nicht ganz trocken ist, bei Marlies ist es zum Beispiel noch sehr, sehr nass, selbst wenn man jetzt eine weitere Farbe nimmt und die da drüber tut, dann vermischt sich das nicht, sodass ihr dann das Schlamm kriegt. Also ne, bei manchen, bei normalen normalen Acrylfarben ist es ja so, wenn ihr das mischt und ihr rödelt so rum, dann habt ihr braun. So, oder irgendwelche so eine Kackfarbe. Das ist ja nicht so. Can you please give me one of our stolen paper towels? Or two? Oh. Or three. It's a whole lot. Thanks. Was für eine Farbe soll ich jetzt hier nehmen? Close your eyes and pick one. Do like this. Aber ich weiß schon, wo Forest Moss liegt. Dann würde ich das vielleicht nehmen. Then I will put it. Danke. Ich denke, ich möchte hier Forest Moss drauf tun und dann ein bisschen braun. Und was ich im Beginn dieses Videos komplett vergessen habe zu sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch das ist, wenn man hier so ein Video aufnehmen muss. Man sitzt hier nicht alleine. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, man redet. Also ich rede jetzt ja trotzdem irgendwie mit mir selbst und manchmal antwortet dann jemand. Das ist total komisch. Das ist ja normalerweise wohl nicht so. Aber was ich aufgrund dieser Tatsache vergessen habe zu sagen ist, dass wir diese Papiere später benutzen wollen, um daraus Die-Cuts auszuschneiden, um euch zu zeigen, eine weitere Möglichkeit, was man mit sowas später anstellen kann. Ihr habt das in den anderen Videos von unserer Serie schon gesehen, dass wir auch euch noch anderen Input versucht haben zu geben, was ihr tun könnt mit diesen Ergebnissen. Und heute wollen wir unseren Schwerpunkt am Ende des Videos auf Die-Cutting legen, weil das natürlich auch eine Möglichkeit, solche Sachen weiter zu verwenden. Das ist auch der Grund, warum wir die Papiere so vollflächig quasi einfärben mit diesen Techniken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich schneide mir einen Kartenhintergrund und mache nur Teile davon, geht das natürlich auch, ne? Also ihr braucht nicht immer so ein großes Papier. Wir tun das nur, damit wir nicht so viel verschwenden, wenn wir später die Die-Cuts da ausstanzen wollen. Ich zeige euch gerade ein Beispiel, was ich vorher in dem anderen Video durch Zufall gemacht habe. Das hier ist entstanden,
mit der Technik, die Marlies da gerade auf der linken Seite macht. Da habe ich das so durchgezogen durch die Farbe und es sehr früh wieder hochgenommen, sodass diese weiße Fläche hier entstanden ist. Und da habe ich gedacht, ich kann auf gar keinen Fall jetzt so weitermachen und das auch noch einfärben, weil das schaut einfach fantastisch aus. Sowohl im Ganzen, ich könnte mir das als eine Junk Journal Seite gut vorstellen, als auch in der Hälfte durchgeschnitten, sodass man dann ein bisschen weiße Fläche hat und farbige Fläche, macht man da einen kleinen Spruch drauf, schaut das gut aus. Also wenn ihr Karten plant, dann könnt ihr das natürlich auch, sagen wir mal, nur teilweise einfärben. Ihr müsst da nicht das ganze Papier damit ein färben. Ich habe wirklich Probleme. Ich habe wirklich Probleme, Deutsch zu sprechen. Ich habe sogar gestern Abend versucht, eine Sprachnachricht aufzunehmen auf Deutsch und die Hälfte davon war Englisch. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was hier gerade abgeht, weil ich rede ja den ganzen Tag gerade nur Englisch. Das ist total ungewohnt. Und das hilft ganz viel. Aber das führt auch dazu, dass man totales Wirrwarr im Schädel hat. Und was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ich muss mal hier so eine Schablone rausholen. Weil ihr könnt natürlich auch sowohl über dieses als auch über das drüber schablonieren. Und ich möchte einige Schablonen verwenden aus dem neuen Release von Tim Holtz und Stampers Anonymous. Ich habe einmal diese hier. Das sind so Mini-Schablonen. Ich zeige euch die Verpackung, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie die aussehen. Diese hier sind in diesem Set enthalten. Und das hier sind diese Element Stencils. Und dieses Set heißt Everyday Art. Und dann habe ich noch diese Mini Stencils hier. Einmal hier so ein Regenbogenmuster. Die Nummer ist THMS 168. Diese Pinselstriche hier sind die Nummer THMS 167 und diese Honigwaben hier THMS 166. Schauen wir mal, ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Ich werde mal mit diesen abstrakten Formen hier starten. Und ich möchte Gold. Habe ich vorher gesagt, ich will braun? Wo ist denn hier braun? Ich weiß schon gar nicht, was ich tue. Ich nehme braun. Ich nehme Ground Espresso. Und ich habe Frayed Burlap. Geile Farbe. Frayed Burlap ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe von Ranger? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Und weißt du, was ich habe? Ich habe Rot an meinem Pinsel hier von vorher. So ein Mist. Mir wird das jetzt halt hier ein bisschen rot. Ja, wie kommt das denn? Wieso hast du keine Lieblingsfarbe? Ja, ich liebe Farbe, Also Naturtöne? natürliche Farbe, ja. Nein, ich liebe Grün und Braun. Aber etwas verstehe ich nicht, weil bei deinen Projekten hast du ganz oft so ein dunkles Blau und Ja. auch Rot, Ja. auch in Kombination, Ja, korrekt. Ja, genau. wo ich schon immer gedacht habe, das ist, weißt du, so wiedererkennungswert. Weißt du, weil es gibt nicht Ja. viele, die das so machen. Und deswegen habe ich gedacht, du sagst bestimmt Lumberjack Plaid und Price Ribbon. Nein, nicht. Komisch. Das schaut total edel aus. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn das getrocknet ist, aber das wird fast so bleiben, schätze ich. Es wird sich nicht, wer weiß, wie stark verändern.
im Gegensatz zu Ink, weil diese Acrylfarbe, die bleibt ja aufeinander sozusagen. Und eigentlich in der Farbe, die sie hat, also wenn das sehr dünn ist, du hast es jetzt da sehr dünn, Ja. denke ich, das wird ein bisschen translucent werden. Aber die Farbe selbst bleibt die gleiche. Ja. Und man kriegt nicht so eine Mischfarbe. Ich finde es schön, sehr schön. Danke. Wie am Anfang dieses Videos bereits angekündigt, möchten wir jetzt ein paar Die-Cuts ausstanzen aus den Papieren, die wir gerade hergestellt haben. Dieses Set mit der Nummer 664163 von Sizzix und Tim Holz eignet sich natürlich hervorragend. Das ist wohl das, an das man möglicherweise als erstes denkt. So Blumen gehen immer für solche Papiere. Ihr werdet aber gleich noch sehen, dass wir auch noch ganz andere Arten von Die-Cuts ausgewählt haben, um euch möglichst verschiedene Beispiele zeigen zu können. Denn natürlich gehen nicht nur Blumen, es gehen auch alle möglichen anderen Die-Cuts. Bleiben wir aber zunächst bei diesen zwei doch sehr verschiedenen Blumen. Die obere hat sehr viel Fläche in der Blüte, die untere ist sehr viel filigraner. Ihr werdet gleich sehen, wie unterschiedlich das auch dann werden kann. Und Marlies schlägt mir hier gerade vor, die ein bisschen weiter an den Rand des Papiers zu schieben, sodass mehr Weiß auf den Blüten der Blumen später erscheint. Das ist natürlich eine sehr gute Idee und ein sehr guter Trick, denn so könnt ihr relativ gut bestimmen, wie eure Ergebnisse später aussehen sollen. Ihr könnt jetzt von diesen Papieren verschiedene, ja, wie sagt man auf Deutsch, Bereiche sozusagen auswählen, wo ihr die Die-Cuts drauflegen wollt, um ganz verschiedene Ergebnisse erzielen zu können. Das schaut jetzt hier so aus, als würde von oben Licht auf die Blumen drauf fallen, was die natürlich 100.000 Mal interessanter macht, als wenn man die einfach in die Mitte des Papiers gelegt hätte. Ich finde auch das sehr interessant, dass hier auch der Stängel und die Blüte die gleiche Farbe haben. Ja, also das macht so einen Die-Cut, finde ich, zu etwas Besonderem. Das wird dann, Entschuldigung, abstrakter. Der Die-Cut wirkt eher mehr wie eine Form als wie etwas Konkretes. Normalerweise wäre der Stängel vermutlich grün bei so einer Pflanze, logisch, oder? Aber so schaut das schon gleich viel künstlerischer aus, finde ich, wenn man das irgendwo aufklebt und zum Beispiel auf eine Karte oder so drauf tut oder auf einen Journal-Cover würde ja auch ganz wunderbar aussehen. Das macht es gleich viel interessanter. Dieses Set mit den Federn trägt die Nummer 666003 und Federn sind natürlich, also abgesehen davon, dass das Set wunderschön ist, für so ein Papier auch perfekt geeignet. Da könnt ihr auch richtig, richtig cool mit Farben rumspielen und verschiedene Varianten von Farben ausprobieren. Hier haben wir uns jetzt für dieses recht helle Papier entschieden. Das ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Aber wir haben uns gedacht, Federn sind was Leichtes. Und deswegen haben wir so eher diese Pastelltöne von diesem Papier bevorzugt und haben gedacht, das schaut vielleicht am besten aus, wenn man das daraus ausstanzt. Aber ihr könnt natürlich auch ganz knallige Farben nehmen. Ihr könnt auch bei Federn, finde ich das sehr geil, wenn man mit Schwarz und Weiß-Kontrasten so ein bisschen rumspielt. Vielleicht habt ihr auch so ein Papier, wo ihr mit Schwarz drauf schabloniert habt zum Beispiel oder mit Schwarz und Weiß. Das könnte auch gut aussehen. Man kann selbstverständlich, wenn man das durchgekurbelt hat, auch im Nachhinein noch Farbe draufgeben. Ihr könnt auch sagen, oh, ich möchte hier vielleicht noch weiße Spritzer drauf haben oder ich möchte da vielleicht paar so kleine Mark-Making-Experimente drauf machen. Ihr könnt da im Nachhinein ja noch alles Mögliche damit tun. Ihr könntet die auch theoretisch komplett umfärben, wenn ihr wollt. Ja, also das geht natürlich auch. Hier lege ich die gerade auf diesen Hintergrund, den ich persönlich sehr cool finde, wo ich das auch das Papier so durch die Farbe durchgezogen hatte und da ist mir das auf der einen Seite weiß geblieben und ich habe das so gelassen, weil ich das einfach toll fand. Das wäre die perfekte Karte, meiner Meinung nach. Marlies zeigt euch das hier nochmal auf einem eher vollständig eingefärbten Hintergrund.
Hier drauf kommen die sehr, sehr cool raus. Und wir haben hier auch darüber gesprochen, wie schön das aussieht mit diesen Wasserflecken, die das Papier im Hintergrund hat. Die Paint hat ja die Eigenschaft, dass sie auch solche ähnlichen Effekte erzielen kann wie die Distress Ink. Ja, also durch die Beschaffenheit der Farbe könnt ihr, wie ihr schon vorher gesehen habt, auch solche Ink-Effekte hinkriegen. Ganz ähnlich, natürlich nicht gleich, aber ähnlich wie mit der Ink auch. Und auf so einem Hintergrund schaut das natürlich sehr, sehr cool aus, finde ich. Und gerade dieser Kontrast, den die Federn da haben und gleichzeitig dieses bisschen Lila, was in den Federn ist und auch im Hintergrund, das finde ich sehr cool. Dieses hier könnte man theoretisch in der Mitte durchschneiden und einen kleinen Spruch drauf machen. Hat man die perfekte Journaling-Karte oder Grußkarte, Geburtstagskarte oder was auch immer. Das finde ich sehr cool. Was auch natürlich geht, sind Buchstaben. Dieses Set hat die Nummer 665924. Und ich finde Buchstaben aus so buntem Papier ausgestanzt immer sehr, sehr interessant. Wir werden jetzt hier auch ein kleines Beispiel machen mit dem Wort Love. Auch hier könnt ihr euch natürlich eine Stelle aussuchen von dem Papier. Ich wähle das jetzt hier bewusst so, dass ich das aus der Mitte rausstanze, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Das ist selbstverständlich nicht besonders papiersparend, ganz klar. Hier würde ich sagen, könnte man sich vorher überlegen, ja, sagen wir mal, was will ich später damit machen? Ja, wenn ich das jetzt da so ein bisschen wonky hinlege und stanze das da aus, dann könnte ich ja später auch noch einen größeren Abschnitt davon abschneiden von dem Papier und das als Karte verwenden. Oder ich benutze halt den Rest und stanze andere Sachen daraus aus. Das schaut jetzt hier in dem Video vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, weil wir das so aus der Mitte rausstanzen. Unser Ziel hierfür ist es aber, euch so viele verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, wie uns nur irgendwie in den Sinn gekommen sind. Alle gehen natürlich nicht, ist klar. Aber wir wollten gerne, dass sozusagen für jeden was dabei ist. Hier haben wir uns aus einem anderen Hintergrund diese Herzchen abgeschnitten, sodass man hier jetzt mit dem Wort Love auch so eine kleine Liebeskarte sozusagen machen könnte. Total simpel, aber schaut euch mal an, bitte, wie schön das aussieht. Also das Wort Love hat vielleicht gerade hier jetzt nicht genug Kontrast für meinen Geschmack, aber warum eigentlich nicht? Man könnte das auch da oben hinsetzen oder ich versuche es jetzt hier mal an der Seite so hochkant hinzulegen. Das finde ich auch nicht schlecht. Und auch, ich weiß nicht, irgendwie bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Muss Kontrast eigentlich wirklich immer sein? Da rechts hat es mehr Kontrast, ja, aber es wäre ja vielleicht auch ganz cool, wenn man das so ein bisschen erforschen muss, was auf so einer Karte drauf ist. Ich finde, es muss nicht immer alles ganz so konkret und sofort auf den ersten Blick ersichtlich sein. Auch das hier, das Negativ, könnte man auch auf so eine Karte geben. Über den Herzen finde ich das sehr, sehr cool, weil man trotzdem die Herzen noch als Form erkennen kann, auch wenn die nicht vollständig sind, aber man kann es noch erkennen, was das ist. Und das Gehirn und das Auge, die müssen so ein bisschen, wisst ihr, bisschen mitmachen, dass man versteht, was der Sinn dieser Karte ist. Das finde ich persönlich immer sehr interessant, wenn das nicht so 0815 zack aufgeklebt ist. Mit diesem Teil, also mit diesem negativen Teil, kann man natürlich auch noch alle möglichen anderen Sachen anstellen. Man muss das jetzt nicht unbedingt irgendwo draufkleben. Man könnte das auch als Schild machen. Zum Beispiel, hier lege ich euch das jetzt mal auf einen etwas kontrastreicheren Untergrund. Das finde ich persönlich jetzt fast noch ein bisschen cooler, wenn man das so macht. Ich puzzle hier jetzt gerade noch den Rest von dem O wieder rein, sodass das nicht so merkwürdig aussieht. Wenn man das da aufkleben und ausschneiden würde, hätte man ein ziemlich cooles Label, was man irgendwo draufgeben könnte oder auch ein Schildchen für ein Junk Journal Cover. Und ihr könnt natürlich auch eine Karte nehmen und die sozusagen personalisieren mit Buchstaben. Ich wähle hier die Buchstaben L und M für Luise und Marlies und stanze das aus den Herzen aus. Hier muss ich jetzt sagen, die Größe der Buchstaben ist vielleicht nicht unbedingt so ganz passend für die Größe der Herzchen hier. Ja. Ich habe schon gesagt, wir wollen euch möglichst viele verschiedene Möglichkeiten zeigen und wir wollen euch Ideen mit auf den Weg geben. Das hier ist eine Idee, das ist aber keine, sagen wir mal, Umsetzung, die ich genauso machen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Da würde ich eher kleinere Buchstaben nehmen, ich hatte aber keine kleineren, oder größere Herzchen schablonieren oder malen, sodass das nicht ganz so
an den Rand gequetscht aussieht. Bei dem L, finde ich, geht es noch, aber bei dem M schaut das ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich hoffe, dass die Inspiration für euch trotzdem funktioniert, die wir hier versuchen zu geben. Dieses Set hier hat die Nummer 665930. Und hier haben wir uns diesen Specimen-Rahmen ausgesucht, um den auszustanzen, weil wir euch auch zeigen möchten, dass ihr auch solche, sagen wir mal, funktionalen Die-Cuts nehmen könnt, wie zum Beispiel Folder oder Karten oder Labels, Page-Tabs und solche Sachen. Das müssen nicht unbedingt so konkrete Dinge sein wie Blumen, Vögel, Katzen, Federn und sowas. Also ja, es können auch solche funktionellen Sachen sein, die cool aussehen können. Das naheliegendste Papier wäre wohl dieses hier. Das schaut schon ziemlich vintage und abgegrunscht aus, aber wie ihr euch denken könnt, das werden wir jetzt hier nicht nehmen, weil wir uns alle vorstellen können, wie das aussehen würde, wenn wir das hier raus ausstanzen würden. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Trick. Wenn ihr das interessant machen wollt, nehmt etwas, was nicht so naheliegend ist, für die Farbe dessen, was ihr da ausstanzen wollt. Ja, also wenn ihr jetzt da sowas habt, nehmt lieber ein bisschen was Buntes oder was Auffälliges für so einen Specimen-Rahmen, als sowas, was man schon immer überall irgendwo mal gesehen hat. Ja, weil Braun und Vintage, so kennt man diese Rahmen eigentlich. Und natürlich, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, das so zu machen, ja. Es spricht überhaupt nichts dagegen, das so im klassischen Sinne zu tun. Ich finde das mega schön. Dieser Specimen Die ist einer meiner allerliebsten Die-Cuts. Und ja, also dass ich mir den nicht nachts unter das Kopfkissen lege, ist alles. Und ich habe den schon in ganz vielen verschiedenen Farben ausgestanzt. Und Vintage ist immer toll, ja. Aber wenn ihr was Auffälliges haben wollt und etwas, was vielleicht nicht jeder hat, dann wählt euch solche Papiere aus, wie dieses zum Beispiel, was vielleicht ein bisschen fern dessen ist, was man schon immer gesehen hat. In diesem Fall hier diskutieren wir gerade darüber, dass es vielleicht hier ganz klug wäre, wenn man diese Klappe nicht nach hinten klappen würde, sondern wenn man das einfach so aufkleben würde und das anders verwendet. Marlies fuchtelt da unten mit ihrem Finger gerade rum, wo man einen Fokuspunkt zum Beispiel aufkleben könnte oder einen Schriftzug oder eine kleine Zahl oder sowas. Und dann kann man das Fenster auch noch mit anderen Dingen natürlich gestalten. Man kann da ganz klassisch auch eine Folie reinmachen und dann zum Beispiel einen Schmetterling oder irgendwelche anderen klassischen Dinge, so Käfer und sowas, was man öfters in so Specimen-Rahmen sieht. Aber ihr könntet das natürlich auch völlig anders verwenden. Zum Beispiel kann man das auch als Tasche aufkleben und dieses Teil einfach nach vorne geklappt so lassen. Ja, weil so ist das ja eigentlich nicht gedacht. Das hat eine Falzlinie in der Mitte, sodass man den unteren Teil eigentlich nach hinten klappt und dann zusammenklebt. Natürlich kann man das auch für ein Junk Journal verwenden. Ich würde das dann allerdings lose lassen oder als ein Flip-Out aufkleben, sodass man immer noch den hinteren Teil des Papiers sieht, weil das, was jetzt unten ist, ist ja dann hinten, wenn das im angedachten Sinne zusammengebaut ist. Und das, haben wir gesagt, finden wir ein bisschen schade, weil dann geht das natürlich irgendwie ein bisschen so verloren, die Optik, ne? Also ja, vielleicht ist Zweckentfremden auch eine Möglichkeit, wie man mit solchen ausgestanzten Dingen umgehen kann. Und diese Teile, die da rausgefallen sind, diese zwei hier, die sind ja aus diesem Loch da oben rausgefallen. Die kann man natürlich auch noch weiter verwenden. Das, was eigentlich Müll wäre sozusagen, das kann man ja noch weiter verwenden. Man könnte es jetzt, wie gesagt, wenn man es, also ich würde es dann nicht festkleben, aber wenn man es jetzt im herkömmlichen Sinne zusammenbauen würde, wäre das so, dann würde man dieses Teil nach hinten klappen. Und dann kann man das an verschiedenen Stellen festkleben. Gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Man kann das natürlich vollständig festkleben. Man kann eine Tasche draus machen, indem man es oben offen lässt, sodass man dann hier so eine Tasche hat, wo man auch theoretisch dieses kleine Kärtchen wiederverwenden kann, was davor herausgefallen ist. Man kann es auch so festkleben, dass die Tasche an der Seite entsteht, sodass es quasi oben und links festgeklebt ist. Unten ist es ja schon zu, weil da die Falz ist und dann hat man die Tasche von rechts. Das gleiche kann man natürlich auch von links machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe sogar auch schon einmal das so zusammengeklebt, dass das eine Tasche von innen sozusagen ist. Zeige ich euch gleich noch. Man kann auch dieses kleine Teil hier natürlich dahin kleben, wo es eigentlich vorher war. Ja, hier so reinstecken mit Kleber drunter.
vorsichtig festhalten, sodass das dann da hinten quasi draufklebt und das vordere Teil lose ist. Ihr seht schon, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, gerade für dieses Specimen Die. Ich finde, das ist ein unterschätztes Die. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Hier zeige ich euch jetzt gerade, dass man hier so auch noch eine Tasche machen kann. Ich hole da mal gerade was raus, wo ich das in einem Journal gemacht habe. Das war einmal, was ich gemacht habe für Halloween im August. Dieses kleine Heftchen habe ich da gemacht. Und da habe ich diesen Die auch verwendet. Den sieht man hier nicht auf den ersten Blick, aber hier ist der. Der ist da so festgeklebt als vordere Klappe auf dem Journal. Und hier halte ich den jetzt gerade nochmal daneben, dass ihr euch das vorstellen könnt. So sitzt der quasi hinter dem Jungen mit diesen Flügeln. Und dann kann man hier so ein kleines Label rausziehen, weil das einmal eine Tasche ist, die sozusagen ja von oben funktioniert, beziehungsweise hier von der Seite, weil der Die-Cut ja umgedreht ist. Und hier habe ich das so gemacht, dass ich das quasi überall festgeklebt habe, nur unten nicht, sodass man dieses kleine, wie blutverschmiert aussehende Papierchen dann, da so hinter klemmen kann, wie so eine Art Tuckspot funktioniert das jetzt eigentlich. Finde ich ganz cool. Für so kleine Papierchen, das finde ich irgendwie ganz putzig. Und es ist eine andere Möglichkeit, das zu verwenden. Ihr Lieben, das war's von uns für heute. Wir verabschieden uns und wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns sie bitte gerne in die Kommentare. Schaut euch gerne auch die anderen Videos aus unserer Playlist an. Die ganzen Links findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüssikowski.